Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem Real Talk Video, wo ich etwas Privateres mit euch teilen möchte. Und zwar kann ich euch gar nicht genau sagen, wie es dazu gekommen ist oder wie lange das lief, aber ich bin irgendwie aus der Bahn geraten. Ich habe dann so im Nachhinein festgestellt, dass ich in alte Muster zurückgefallen bin, wirklich so alte Muster, die ich angewandt habe, als ich eine Jugendliche war. Und als ich das festgestellt habe, bin ich so erschrocken, weil ich dachte, ich wäre so viel weiter und mir würde das nicht mehr passieren, dass ich dann wirklich an demselben Tag, in dem Moment, wo mir das aufgefallen ist, Gegenmaßnahmen eingeleitet habe. Und darüber wollte ich gerne mit euch sprechen. Zum einen, wie ist es dazu gekommen, dass ich so aus der Bahn geraten bin? Ich habe mich ablenken lassen. Und zwar war ich nicht mehr so fokussiert auf Meditation, auf EFT, mich regelmäßig zu fragen, wie geht's mir eigentlich, bin ich noch auf der Spur? Ich habe mich davon ablenken lassen und habe das halt leider erst gemerkt, als es nicht zu spät war, aber als ich schon ziemlich weit weg war von meinem eigentlichen Weg. Also ich habe eine ziemliche Biegung gemacht vor einigen Wochen und als ich das dann zum Glück aber gemerkt habe, weil da sind dann einige Dinge passiert, wo ich so dachte, boah, als 16-Jährige hättest du das gemacht, aber doch nicht mehr heute, was ist denn los? Und da habe ich dann erstmal gemerkt, oh ja, wann hast du denn eigentlich das letzte Mal meditiert? Wann hast du denn das letzte Mal EFT gemacht? Wann hast du dich denn das letzte Mal gefragt, ob alles noch so läuft, wie du das im Sinn hattest? Und da habe ich dann wirklich ab dem Tag wieder jeden Tag regelmäßig folgende Dinge getan. Ich habe meditiert. Ich habe davor auch meditiert, aber da habe ich Meditation wirklich ausschließlich zur Entspannung genutzt und um neue Energie zu erlangen. Da habe ich dann wieder angefangen zu meditieren, um mit diesen Gefühlen, die da plötzlich in mir da waren, umzugehen, um Ängste zu lösen, um wieder auch Herzmeditation zu machen, um wieder zu mir zu finden. Also ich habe da auch ganz viele Fragen an mein Herz gehabt. Also ist das und das die richtige Richtung? Was soll ich jetzt tun? Was brauche ich gerade? Über die Antwort war ich tatsächlich auch sehr erstaunt. Die hätte ich so nicht erwartet. Hat mir aber auch wieder einen Wink dahin gegeben, in welche Richtung ich jetzt weitergehen soll. Dann habe ich wieder angefangen, jeden Tag EFT anzuwenden, das heißt zu klopfen. Wer nicht weiß, was das ist, das habe ich in diesem Video mal kurz angerissen und erklärt. Was ich zum Beispiel da auch gerade als EFT-Klopfanleitung benutze, ist das hier. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal anschauen. Das mache ich gerade aktuell, damit arbeite ich gerade aktuell. Dann habe ich auch wieder vermehrt meine ätherischen Öle angewendet. Also ich benutze die schon jeden Tag, aber bei den Kindern. Ich habe die ätherischen Öle, habe ich dann festgestellt, nur noch bei den Kindern verwendet, aber nicht mehr bei mir. Also ich habe die verwendet, wenn die unruhig waren, wenn die irgendwie ungeduldig waren zum Schlafen. Da habe ich die für die Kinder, ne, als sie erkältet waren, für die Kinder habe ich die benutzt, aber ich habe sie nicht mehr für mich benutzt. Und da habe ich dann wieder angefangen, morgens dann immer meinen Diffuser anzumachen, mich da zu fragen, okay, was brauchst du jetzt gerade und das dann zu diffusen. Ich habe wieder angefangen, täglich mein Armband zu tragen, wo ich die ätherischen Öle quasi to go habe, was ich richtig, richtig cool finde. Ich habe wieder angefangen, meine Roll-Ons zu benutzen und mir die halt unter die Fußsohlen zu geben oder auf die Pulspunkte, wo auch immerhin. Komisch, ne? So Sachen, wo du sagst, wann hast du eigentlich aufgehört, das zu benutzen für dich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und einfach wieder mehr auf mich zu achten. Also wieder mehr so dieses, okay, wie geht's dir gerade? Was brauchst du gerade? Was möchtest du, was möchtest du nicht? Was möchtest du jetzt gerade? Also auch weg von diesem, was sagt mir meine To-Do-Liste, was ich heute machen sollte? Und wieder hin zu diesem, was brauchst du denn heute eigentlich? Was ist denn heute wichtig für dich? Nicht, was ist wichtig heute fürs Business oder für die Kinder, sondern was ist denn heute wichtig für dich? Und diesen Weg habe ich zum Glück wieder gefunden. Und ich möchte, dieses Video habe ich aus diesem Grund, aus zwei Gründen gemacht. Der erste Grund ist, wenn du dieses Video siehst, frag dich doch bitte mal, bist du immer noch auf diesem Weg oder hast du wie ich so eine Biegung gemacht und möchtest jetzt gerne wieder auf diesen Weg kommen? Und Punkt 2, wenn du wieder auf diesen Weg kommen möchtest, vielleicht ein paar Tipps, so habe ich es gemacht, vielleicht möchtest du es ähnlich machen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, was ihr so denkt, ob ihr gerade noch auf eurem Weg seid oder irgendwie wie ich davon abgekommen seid und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis ganz, ganz bald. Tschüss!